Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Valkyria Chronicles mit mir, mit Puck und mit dem nahenden Ende. Wenn ich mich nämlich nicht ganz täusche, dürfte es nur noch so 2 bis 3 Episoden geben in der Hauptstoryline. Denn 2 Battlefields und eventuell noch eine Abschlussepisode, wo alles andere aufgeklärt wird. Muss man mal gucken, wie wir es aufteilen. Aber jetzt ohne große Umschweife zu der Folge Marmota's End. Vielleicht endlich mal ein Battle, den wir wieder im ersten Versuch gewinnen. Schön wär's. Here are the details on this operation. Okay, wir sind an der Seite. Da oben ist die Marmota. Muss man nicht großartig Schlaufe sein. Und unser Ziel ist es wahrscheinlich, das Loch zu erreichen, was Alicia reingemacht hat. Ja, genau. Damit wir dann halt von dort aus reinkommen. Ganz, ganz viele Gegnertruppen und auch hier diese Kanonen, die auch wahrscheinlich bei der Batumis drauf waren. Sieht man ja. Warum soll ich denn Truppen vor das Ding schicken? Bin ich denn lebensmüde? Damit sie getroffen werden? Ja, das Endziel ist, dass wir diese Lanze besiegen. Zerstören, wie auch immer. Aber es wird ihr von irgend so einem Lichtbeschützer, von irgend so einem Schutzschild, Schutzmantel, sucht euch aus. Kurz gesagt, wir dürfen machen, was wir wollen, Hauptsache wir gewinnen. Gut zu wissen. Okay, Ziel, Valkov ist destroyed, gut. Vulcan darf nicht sterben, unser Basecamp darf nicht fallen, alle alliierten Soldaten und Reserven dürfen nicht besiegt werden und keine 20 Züge darf es dauern. Good to know. Hier werde ich jetzt auch nichts zurückhalten und alles rausjagen, was ich habe. Rosie darf mit. Largo darf mit. Catherine darf mit. Knut darf mit. Audrey darf mit. Lynn darf mit. Und ich muss kurz gucken. Ich habe jetzt 2 von denen dabei. Einen hebe ich mir auf. Ich schwank nämlich zwischen einem Scout für die Beweglichkeit mitzunehmen und einem Lancer, damit ich da ein bisschen aufräumen kann. Muss ich dann gleich mal spontan abwägen. Kostet mich dann zwar im Battle einen Kommandopunkt und einen Zug, wo ich nichts tun kann damit, aber hey, who cares? Was habe ich zu verlieren? Target is the Marmota. Sink it at all costs. Squad 7, move out! Und übrigens, ich kann noch nicht alle Sachen fertig bauen. Es gibt noch ein paar Sachen in der R&D-Facility, die noch nicht fertig sind. Here we are. Actually squaring off against the Marmota. Yeah, this will really be the final battle. Lieutenant Gunther, are you all right? Was macht die denn hier? Princess Cordelia, what are you doing here, Your Highness? I know I may just be in the way, but I wish to be of assistance however I am able. I wish to fight as well. Allow me to stand in defense of my homeland. I understand. We'd be honored to have your help in the rear guard. Here's the plan.
start by focusing our fire on the hole Alicia's lance made. The dreadnought's side is lined with cannons, though, so you'll need to be careful. Also zuerst die Kanonen, dann das Loch, was Alicia reingeschlagen hat. Also, tanks can use the depression in front of the Marmota to fire upward. Tanks can use the depression to fire upward. Okay. Right. I'm on it. We've come through a lot of tight spots, Sevens. Believe in yourselves. Verdammt, dabei fällt mir auf, ich habe die Shamrock immer noch mit der Gatling Gun. Das ist natürlich jetzt doof. Eigentlich sollte die jetzt mit dem Piercing Rounds. Verdammt. I know we can do this. Squad 7, move out! Mein, irgendwie, naja. Im Südwesten Gegner. Okay. Hier die Edelweiß. Anti-Tank, Anti-Tank, Gatling, Gatling, Gatling. Denn ich werde jetzt versuchen, die Dinger hier zu besiegen, die komischen Teile, halt die, na, fällt mir gerade nicht ein, die Kanonen. Und dann am Ende muss ich gucken, ob ich eventuell die Edelweiß noch da wegbewegen muss. Wo ist denn Audrey? Hier ist sie. So. Zum Glück können wir mit Audrey ein bisschen weiter vor. Trotzdem zwei Schuss. Ach du Scheiße, ich will nicht wissen, wie es wäre, wenn man kein Ultimate Anti-Armor hat. Warum ich aufs andere geschossen habe? Ganz simpel. Weil ich habe jetzt gerade den Ultimate Anti-Armor Boost bekommen. Wenn ich ihn nicht bekomme, würde eventuell zwei Schüsse nicht ausreichen. So kann ich mit den nächsten zwei Schüssen definitiv die beiden besiegen. Perfekt, und jetzt hat sich auch noch Mutsch aktiviert. Damit sind schon mal die wichtigen Gatling-Turrets weg. Ja, das ist jetzt natürlich doof, dass sie jetzt hier auf freiem Feld steht. Oh. Das Wichtige ist, dass die Gatling-Turrets weg sind. Hier, Anti-Tank, Anti-Tank. Kann der aber... Der sieht die Edelweiß, der sieht die Edelweiß. Die sehen alle die Edelweiß. Gehen Troopers. Aber was schießt überhaupt auf mich? Dürfte doch gar kein Gatling Turret mehr da sein. Die habe ich doch alle besiegt. Dachte ich. Egal. Wenn ich schon den Sniper nicht erwische. Dann wenigstens den Freund der Sonne, der mir die Edelweiß zerschießen kann. So, jetzt mal kurz überlegen. Ich könnte jetzt mit Audrey wahrscheinlich noch einen Turret besiegen.
Okay, ich gehe mal davon aus, da ich die Edelweiß muss ich jetzt nicht bewegen, da ich den Lancer besiegt habe. Gucken wir doch mal, ob sich das gelohnt hat, dass ich jetzt hier so viele Sachen schon weggebombt habe. Unser Main Camp. Das Main Camp ist fast frei. Jetzt bekomme ich ja keinen Scout. Lancer ist natürlich ein schönerer. War die Edelweiß Treffer aus der Distanz? Wahrscheinlich schon. Vielleicht nur die Ketten? Nee, aber kein harter Treffer. Gut. Alles, was die Edelweiß nicht komplett zerstört, kann ich mitleben. Übrigens, da oben sieht man auch sehr schön, dass Kraftschild oder den. Ja, halt Lichtschild, sucht euch aus, wie ihr es nennen wollt. Warum rückt der mit dem Panzer so weit vor und schießt nicht mit den Turrets? Na egal. Wenn der Gegner auch Damage Booster so nutzen würde, wäre ich jetzt besorgt um meine Edelweiß, aber so nicht. Er benutzt ja nicht mal seine Granate. Ich hoffe einfach, dass keiner das Camp besetzt. Das wäre nämlich ärgerlich. Dreh dich um und konter! Er trifft dich und du triffst nur die Ketten der Edelweiß, du Gesicht. Nee, ist nicht die Edelweiß, das ist ein liegen gebliebener Panzer sogar nur. Mal sehen, auf wen der Sniper es abgesehen hat. Ich hoffe mal nicht auf irgendjemanden, der wichtig wäre. Gar nichts. Er hat auf Rosie gezielt, aber er hat nur die Barrikade getroffen. Ja, dieses Anti-Tank-Turret geht mir schon eher auf den Sack. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich die Warnung, dass du nach vorne schießt. Wie, keine Warnung? Ich will eine Warnung! Die Valkov 21.000. Heatsink. Ah, wahrscheinlich ist das wieder das Ding, was man besiegen muss, damit... Ja, ich habe jetzt eine grobe Ahnung. Ist wahrscheinlich ähnlich wie mit der Battle Mies, dass man... dieses Heatsink, also den Wärmetauscher, da besiegen muss. Oder zerstören muss, bevor man... Oder dann geht das Lichtschild weg, würde ich mal dumm raten. Oder dass jetzt, wenn er geschossen hat, dass dann das Lichtschild für eine Runde weg ist. Also Spaß wäre jetzt so mein Tipp. Kann ich nur machen den Witz hier, weil ich... hier ist der Spaß hab, All Units Defense, sonst wäre Knut definitiv weg gewesen. Ist das hier eine Gatling? So, Ultimate RT Armor, jetzt erstmal den hier oben besiegen. Hallo? Siehst du nicht das Turret? Da geht doch. Und Mut hat sich aktiviert, super. Das heißt, normalerweise könnte ich jetzt beide Gatlings besiegen. Also die Gatling hier. Perfekt, jetzt habe ich aber endgültig die Gatlings weg. I hope. Lieber näher rangehen und sich zu schützen. So.
brauchen wir noch da einen Trooper. Jawohl. Glück gehabt. So, damit haben wir da aufgeräumt auf dem Ding. Ich liebe dich dafür, Catherine, dass du solche Dinge auch mal machst. Man sieht schon, mit den neuen Waffen hat man einen sehr kleinen Zielradius, also man trifft viel genauer. Das war sehr schön, das war sehr wichtig vor allen Dingen auch. So. Und jetzt kann ich Alicia auch noch crouchen, so dass mein Camp besetzt ist. Das ist das Wichtigste. So, Reinforcements have appeared, aber nur ein Shocktrooper zum Glück. Jetzt nichts, was mich aufhalten wird, nicht nach dem, was ich besiegt hat schon. Der benutzt aber wenigstens das Ding da hinten auf die Ketten. Wir stehen so nah beieinander, da werde ich dann wahrscheinlich mit einem Schrapnell reingehen. Muss ich mal gucken. Gut gemacht, Rosie. War nicht dumm von ihm, dass er auf Catherine gegangen ist. Ja, schieß ruhig auf die Edelweiß. Jetzt, wo du nur noch dieses eine Turret hast. Und jetzt kommt der Schuss wahrscheinlich, ja. Wobei ich jetzt wirklich verstehe, warum er überhaupt schießt. Da ist ja nichts. Oder hat er das Battlefield damit etwa erweitert? I wish to be of assistance, however I am able. Na, sie hat uns jetzt ein bisschen Heilung geschenkt, sehr schön. Und nein, das Battlefield wurde nicht erweitert. Your wish is my command. So. Ich wollte gerade sagen, oh, das habe ich gerade ganz vergessen. Man trifft zwar auch ein bisschen die Edelweiß, aber nicht schlimm, hoffe ich. Sehr schön. So, da anscheinend kein Sniper nachkommt. Ich tue jetzt mal meine Chance nutzen und seinen Sniper besiegen. Wenn da nur Schockies nachkommen, kann ich damit sehr gut leben. Ja, das war dann irgendein Motorrad, was die Straße lang gefahren ist. Finde ich mal schön, wenn die inzwischen nicht mal Gas geben müssen und das dann best mitten in der Aufnahme tun. Egal. Ganz ehrlich, dann doch lieber von vorne, so dass man noch trifft.
bevor ich da jetzt einen Schuss für verschwende, für nichts oder nichts. Ja, noch ein Schuss und dann ist auch das Turret Vergangenheit. Tja, aufpasst, die hat noch zwei, also jetzt nicht, dass ich unnötig was. Ganz wichtig, damit ist auch das letzte Turret weg. Damage Plating. Oh, warum nicht? Perfekt. We've blown open the damaged area on the Marmota's side. Yes, the plating on that spot was vulnerable after all. Sir, part of the side plating damaged in that explosion appears usable as a foothold. Du bist so clever. You're right. It looks like we could climb up from there. Judging from its design, the Ragnite drive system is likely near the propellers. If foot soldiers could get at those to attack them, they may be able to do further damage. Okay, let's go with that plan of attack. Ah, wahrscheinlich ist noch geskriptet, dass gleich noch eine Bazillion Bataillone auf einmal auf uns zurennen. Weil bis jetzt war das zu leicht. So, jetzt werde ich nicht Rosie nehmen, sondern ihn. Lynn nehmen, sondern Rosie. Genau. So. Weg damit. Eigentlich wäre Jane für das, was ich vorhabe, jetzt am besten geeignet. So. Wenn der Gegner jetzt nochmal irgendwelche Nachschubtruppen hier ranbringt. Wird Rosie bereitstehen und aufräumen. Gut. Jetzt heißt also hier Right Heatsink, Anti-Tank Turret. Die Tank Turret ist von vorne. Und Left Heatsink. Okay. Da ich nicht mehr davon ausgehe, dass da noch ein Gegner jetzt langkommt, kann ich mal mit Alicia da hochrennen. Schauen wir mal ein bisschen was auskundschaften. Denn wenn ich Alicia und Audrey hier oben habe, klar, ich muss nicht vorbei an der Frau. Du bist mein Held. Eigentlich nicht. So. Da ich ja ein feiges Huhn bin, zack, kommt Lynn noch ins Camp. Falls doch mein Gegner durchstürmt. So, beenden wir den Zug. Ich möchte jetzt nicht den Punkt für Audrey verschwenden. Weil ich muss zugeben, es war mein eigener dummer Fehler, dass ich Audrey so dumm platziert habe. Reinforcements, Reinforcements. Aber von wo? Okay. Dass die Valkov so schießen kann, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und vor allem, ich war auch sau clever, weil so ist nämlich. Ja, das war schon sehr clever. Muss man ihn einfach mal lassen. Hatte ich nicht mitgerechnet. Ja, für Edelweiß jetzt nicht reichen. Außer wenn du von hinten angreifst und das schaffst du nicht. Nicht vom Laufweg her, unter normalen Umständen. Minor damage sustained. Das Dumme ist natürlich, dass sich der. Ist nicht euer Ernst. Das ist Hardcore. Da denke ich mal, ich bin sau clever. Ja, gut, er hat Rose nicht eingesammelt, ich muss dankbar sein. Aber das hätte ich auch nicht vermutet, ganz ehrlich. Krass.
So, bevor ich jetzt irgendeinen da raushole, erstmal Medic-Request. Ja, ich muss zugeben, es war für mich eine sauclevere Geschichte, dass ich da Rosie platziere. Jeder Gegner, der als Nachschub kommt, als Reinforcement, würde weggebombt werden von ihr. So viel zu hätte, wäre, wenn. Dass ich nicht direkt im Feuer ausgesetzt werde. Okay, so. Komm. So. Sagen, du bist so unfähig, Mädchen. Bis auf das Wegducken war das gerade mehr wie eine schlechte Leistung. My turn, okay? So, jetzt egal, Körper. Sache weg damit. Ich kann die anscheinend nicht runter, die Sending. Nein, hier dürfte ich aber auch keine Gefahr haben, erstmal. So, egal was hier oben ist, ich glaube, ich kann das Ding bestimmt anschießen hier. Die Velkov, wenn ich die Heatsinks besiegt habe. Gut, 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 gut. Hat sie ihr Potenzial noch aktiviert, aber ich habe es nicht gesehen, welches es war. War auch nicht schlecht. So. Komm. Dann noch ein Schuss für sie. Accuracy Boost, super. Jetzt sieht man auch, wie genau sie jetzt zielt. Das ist unglaublich. Also wirklich die damit trifft es wirklich eine Fliege auf dem Panzer. Gucken, wie beschädigt die Edelweiß ist. Da breche ich trotzdem lieber einmal. Besser ist das, bevor mir durch irgendeinen dummen Zufall die Edelweiß zerschossen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber. So, da Audrey schon oben ist, kommt jetzt ein Special-Auftrag für Largo. Ist das ein Witz? Das muss ein Witz sein, ein ganz schlechter Witz nämlich. Also. Jetzt trifft er sogar gar nicht. Kurz zurückgucken, wenn man jetzt von Anfang an zurückgucken muss.
Selbst wenn er einen Sniper-Schuss abkriegt, ist es kein Headshot. Ich bin fester Überzeugung. So, beenden wir mal den Zug. Ich muss es aber zugeben, diese Anti-Tank-Turrets gehen mir schon auf den Sack. Das heißt, wahrscheinlich kommt wieder ein Lancer oben raus. Drei! Jetzt hört es aber auf. Wahrscheinlich ein Lancer, ein Shocky und ein Sniper oder so. Nein, da noch ein Lancer. Also jetzt mal ohne Witz, die kommen ja jetzt wirklich aus allen Löchern. Es fällt aber auch allesamt schon in die Kategorie, finde ich gar nicht mehr witzig, was hier gerade passiert. Aber ich werde den Teufel tun und die Edelweiß drehen, weil sonst trifft mich das Ding auch nur von hinten, also am Radiator, und habe ich keine Lust drauf. Ich möchte diese Mission wirklich mal beim ersten Mal schaffen, auch wenn es 20 Züge dauert. Ich wäre so stolz drauf. Gut. So, die restlichen Punkte muss ich mal gucken, wie ich die am besten. So. So. Now I see. Diesmal mache ich nicht denselben Fehler wie sonst, dass ich reinlaufe ohne Munition zu haben. So. Das Anti-Tank-Turret würde ich gerne besiegt wissen, ganz ehrlich. Die Werkhof. So, haben wir es. Das stimmt clever, sonst können wir auch von unten davor schießen. So gesehen stimmt schon. System powering the propellers has paid off. Good. If we can just destroy that lance, the Marmota will be defanged. Listen up, Sevens. Your orders are to direct all attacks at that lance's tip. Tanks, use the incline at the Marmota's front. Ground units, aim high and let fly. Aim high and let fly. Yeah, boy. Das jetzt noch lohnt, weiß ich nicht. Ich probiere es einfach. Anti-Personal Power, das wird es nicht sein. Gucken wir auch mal nicht auf unseren Tank. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich würde es jetzt sowieso nicht in einem Zug schaffen.
probieren wir es doch mal, ob ich damit mehr Schaden mache. Burning Dam means us surviving. Be merciless. Orders from the boss. I'm stronger. It's not gonna work. Ja, ich finde sie einfach nur geil, wenn sie sagt, not gonna hurt. Nee, nicht auf das die Tank Turret. Scheint jetzt nicht so wirklich viel mehr Schaden zu machen. Nein, schon wieder denselben Fehler gemacht. Damme ich noch eins. So, vielleicht kann ich damit Nooch aktivieren, das geht ja auch zum Teil. Das wäre wenigstens für die nächste Runde ganz nett. Nee, doof. Ich wollte es zumindest probieren. Aber egal. Wenn das Schild nicht ist, wäre das ist die Valkov Hackfleisch. Auf Audrey geschossen, aber nicht so wirklich effektiv. Sie hat sich weggeduckt. Ja, und der Gegner kommt noch nicht mal weiter. Läuft mit in die Gatling. Sehr schön. Gar kein Reinforcements diese Runde, fällt mir spontan ein. Aber wenn man es wirklich hardcore nimmt, könnte man es wahrscheinlich sogar in zwei Zügen schaffen. Vielleicht auch in drei maximal. Fällt schon mal auf. Im ersten Zug muss man nur All Units Defend machen, diese komische Barriere hier runterschießen. Vielleicht mit dem Sniper da diesen Typen wegnehmen, den Schocki, und dann hochlaufen. Im zweiten Zug kann man dann die Heatsinks besiegen und dann. Das müsste eigentlich gehen. So spare ich nämlich auch Resupply, weil die Chancen sehr, sehr groß sind, dass so Mooch aktiviert wird während des ersten Schusses. Damit hat man jetzt nämlich alle Potenziale hochgedreht. So. Aber anscheinend nicht Ultimate Anti-Armor, fällt mir spontan ein. Und bloß nicht daneben ziehen. Lieber auf die breite Stelle ziehen. Genau deswegen. Das müsste jetzt mit dem Teufel zugehen. Aber irgendwie komme ich mir doof vor. Aktiviert sich denn nicht hier Ulti mit Anti-Armor oder ist das automatisch, dass sich Poison Tolerance aktiviert? Aber ich denke, ihr seht schon die Wirkung von Awakened Potential, also Potenzial freisetzen. Klasse. Da ziehe ich schon auf die dicke Ecke und dann. Okay, Munition hat sie noch. Das muss doch hinkommen. Vielleicht aktiviert es hier nochmal Mooch. So. Ja. Allein schon dadurch hat sich das gelohnt. Geht doch, und das jetzt. Ja, jetzt! Jetzt aktiviert sich Ultimate Anti-Armor. Also jetzt mal ganz ehrlich, das war doch mal nicht meisterhaft, aber für blind gespielt und das erste Mal, das gefällt mir.
Dreadnought destroyed. Repeat, enemy Dreadnought destroyed. Perfekt will ich es jetzt nicht nennen, aber B-Rang, 6 Züge, geht schon in Ordnung. Wobei, hier war bestimmt irgendwo ein Ace, was ich nicht gesehen habe, aber das juckt mich jetzt nicht. So, gucken wir uns doch mal kurz an. Eine Medaille erwartet uns und gucken, ob eine Cutscene kommt. Wenn ja, gucken wir sie uns an, wenn nicht... Es kommt noch eine. Okay, let's find the engine and kill it. That would be most inconvenient. Maximilian. Show yourself! The finest engineers of the Empire shed both blood and tears to forge this Valkyrian shield and spear. As you will observe, their powers exceed even the originals. Stop this! Haven't enough men died? Why are you doing this? Why we fight for our dream. Do you not think that reason enough? So many have died for less. Besides, we must. Rightful vengeance must be meted out. What is this? We were born an imperial prince. But our mother was of low station. For this, our father shunned us. The other heirs saw us as a threat to their ascension. They bombed our train when we were but a child. Though we survived by some cruel miracle, the fates were not so kind to mother and the rest. On that day, we swore an oath. We would take the Empire, and the Emperor's throne for our own. Der Typ hat einfach nur eine Macke. Und zwar ganz, ganz kräftig. So, im nächsten Kapitel, also in der nächsten Folge, werden wir einfach dann die nächste Cutscene machen und auch den nächsten Kampf, so wie es aussieht. Hoffentlich den finalen Kampf, diesmal hat er zumindest kein... riesen Panzer, hinter dem er sich verstecken kann, sondern nur dieses komische, ja, die Abteilung Siemens, Krupp oder wen er sonst engagiert hat, um ihm dieses Ding da zu basteln, was er da an der Hand hatte. Die valkyrische Schild oder das valkyrische Schild und die valkyrische Lanze. Ganz ehrlich, schockiert tut mich das nicht. Ich möchte einfach nur diesem Verrückten ein Ende setzen oder diesem Wahnsinn ein Ende setzen, so rum. Seid also dabei, es dürfte der letzte Kampf sein,